Ich kann dieses eine Kleidungsstück hier nehmen und damit 5 unterschiedliche Looks kreieren. Wohingegen viele Männer vom Kleiderschrank stehen und einfach nicht wissen, was sie anziehen sollen. Und warum ist das so? Weil dieses Kleidungsstück hier ein zeitloses Basic ist. Und was bedeutet das? Zeitlos bedeutet nicht von der augenblicklichen Mode oder ähnliches abhängig. Heißt ein Kleidungsstück, was jetzt cool ist und auch in 30 Jahren noch cool ist. Beispiele sind unter anderem ein gut geschnittener Anzug, eine blaue Denim-Jeans oder ein schwarzes T-Shirt. Und was bedeutet Basic? Basics sind per Definition Kleidungsstücke ohne Motive, Aufdrucke, Logos oder Dekorationselementen. Heißt zum Beispiel ein ganz cleanes, schlichtes weißes T-Shirt oder ein schlichter Strickpullover. Und wenn du jetzt zeitlos mit Basic kombinierst, hast du ein zeitloses Basic und damit kannst du ganz viele unterschiedliche Outfits kreieren. Auch wenn du jetzt zum Beispiel ein eher extravaganteres Kleidungsstück hast und das über zeitlose Basics trägst, dann funktioniert der Look trotzdem. Also, jetzt wissen wir, was zeitlose Basics sind und jetzt sprechen wir darüber, was du davon im Kleiderschrank haben solltest. Erstens, Unterwäsche und damit sind Boxershorts und Socken gemeint. Auch wenn man Boxershorts und Socken jetzt bei einem Outfit nicht direkt sieht, wenn man sie denn doch mal sieht, ja, dann sollte das zumindest zum Outfit passen, respektive zum Beispiel die Socken. Aber auch bei Boxershorts ist es so, wenn du zum Beispiel eine weiße Hose anziehst und darunter schwarze Unterwäsche trägst, dann kann es sein, dass das durchscheint und das sieht alles andere als cool aus. Und mit Socken hast du auch tatsächlich die Möglichkeit, sogar gewisse Akzente zu setzen und dein Outfit zu unterstreichen. Zweitens, schwarze und weiße T-Shirts. Stellt euch das so vor, die Shirts sind wie eine leere Leinwand und der Start für ganz viele verschiedene Outfits. Vor allem weiße Shirts bringen Ruhe und ein bisschen Frische in die Looks rein. Und wenn du erstmal so eine schwarze und weiße T-Shirt-Base hast, dann kannst du die natürlich auch noch mit weiteren gedeckten Farben ausweiten. Und wenn du so ein bisschen Vielfalt reinbringen willst, ist es natürlich auch ganz nice, verschiedene Fits zu haben, wie zum Beispiel Oversize, Regular Fit, Slim Fit. Aber ich würde euch immer empfehlen, auf jeden Fall die Slim Fit-Varianten im Kleiderschrank zu haben. Drittens, Strickpullover. Strickpullover sind wandelbar und anpassungsfähig, egal ob du einen Rollkragen hast, mit Zipper, als Turtleneck oder als normalen Rundhals. Strickpullover schaffen einfach die Basis für lässige, sportliche und auch schicke Looks. Außerdem können Strickpullover gelayert bzw. geschichtet werden und können dementsprechend für kältere als auch für wärmere Wettersituationen getragen werden und einfach über das ganze Jahr hinweg genutzt werden. By the way Leute, dieses Video ist eine Kooperation mit Amazon Fashion, denn Amazon gibt aktuell wirklich richtig viel Gas im Bereich Fashion und dort gibt es auch unzählige zeitlose Basics zu kaufen. Außerdem ist aktuell die Black Week, dementsprechend bekommt ihr aktuell wirklich richtig gute Deals zu bestimmten Brands und auch zu bestimmten Kleidungsstücken. Ob zum Beispiel Unterwäsche von Bruno Bonani oder Strickpullover von Paul Jones oder auch Hosen von Indicode oder Sneaker von der Marke Polo Club. Schaut auf jeden Fall mal bei Amazon Fashion vorbei. Unten in der Infobox habe ich euch zu sämtlichen Outfits natürlich auch alle Kleidungsstücke verlinkt und schaut gerne auch bei meiner Storefront auf Amazon vorbei. Dort findet ihr sämtliche meiner Amazon Favorites. Feed is Basic, ein grauer Hoodie. Ein grauer Hoodie war vor 30 Jahren schon in. Einen grauen Hoodie kannst du jetzt immer noch hervorragend kombinieren und ein grauer Hoodie wird auch in den nächsten 30 Jahren immer noch Trend sein. Ich glaube, darüber brauchen wir tatsächlich nicht diskutieren. Fünftes Basic, Jeans. By the way, Leute, die Jeans wurde im Jahre 1900 für Goldgräber und Cowboys entworfen, ist aber bis dato unangefochten immer in jeder Fashion-Saison mit am Start und immer Trend. Heißt, eine Jeans kommt nicht aus der Mode und ich empfehle euch, sowohl eine helle als auch eine dunkle Waschung zu haben. Dann hat man einfach mehr Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedlichere Looks. Um ein bisschen mehr Spielraum im Kleiderschrank zu haben, dürfen sechstens auch Stoffhosen nicht fehlen, auch wenn Jeans im Alltag hervorragend sind. Stoffhosen, gerade eine schwarze Stoffhose, darf im Kleiderschrank nicht fehlen. Denn wenn man schwarze Stoffhosen kombiniert, dann sieht so ein Outfit einfach direkt ein Stück weit eleganter und schicker aus. Und Leute, ich muss ehrlich gestehen, für mich sind Stoffhosen auch wesentlich entspannter zum Tragen als Jeans, weil sie einfach leichter auf der Haut sind. Und wenn du mal eine schwarze Stoffhose im Kleiderschrank hast, ist das schon mal sehr gut. Und wenn du noch möchtest, level dann einfach noch mal ein bisschen ab mit zum Beispiel einer beigen oder einer blauen Stoffhose. Dann bist du auf jeden Fall gut bedient. Siebtens, weiße Ledersneaker. Weiße Ledersneaker passen zu jedem Outfit, tatsächlich sogar auch zu einem Anzug. Und hier geht es nicht darum, ein bestimmtes Modell zu haben, sondern hier geht es vor allen Dingen einfach grundsätzlich um weiße Ledersneaker. Die weißen Ledersneaker sollten zu dir und deinem individuellen Style passen und natürlich bequem und sauber sein, denn so bekommst du einfach so eine gewisse sportliche Eleganz in deine Looks rein. Und wer an dieser Stelle nochmal ein bisschen upleveln möchte, der kann einfach mal blaue Ledersneaker ausprobieren, denn die funktionieren auch hervorragend zu ganz vielen Looks. Achtens, Jacken.
Jacken gibt es für jede Jahreszeit und in Layer-Looks kann man Jacken wirklich hervorragend kombinieren. Sucht euch einfach ein, zwei Jacken aus, vielleicht in unterschiedlichen Farben oder auch vielleicht in unterschiedlichen Materialien. In meinem Fall habe ich jetzt zum Beispiel einen Blouson ausgewählt, weil ich Blousons einfach ganz nice finde, weil man sie einfach sportlich als auch schick kombinieren kann. Wichtig auf jeden Fall, dass ihr ein, zwei Jacken in eurer Garderobe habt. Die gehören nämlich zu einem Basic-Garderoben-Setup auf jeden Fall mit dazu. Machen wir neuntens weiter mit einem Klassiker und zwar mit dem, der für mich und meine Statur hervorragend passt, denn ich bin etwas größer gewachsen und zwar ein Mantel. Meine Empfehlung ganz klar, einen blauen Mantel als erstes auszuwählen, denn blaue Mäntel sind super vielseitig kombinierbar. Wer möchte, kann natürlich auch mit einem schwarzen Mantel und mit einem grauen Mantel arbeiten, aber grundsätzlich sollte ein Mantel im Kleiderschrank bzw. im Basic-Garderoben-Setup auf gar keinen Fall fehlen. Und ich bin mir sicher, dass dein Opa schon Mantel hatte, dein Papa hatte einen Mantel und deine Kinder und Enkelkinder werden auch einen Mantel in ihrem Kleiderschrank haben. Weiter geht's mit dem absoluten Must-Have für jeden Männerkleiderschrank und zwar ein weißes Hemd. Dabei ist es egal, ob du einen Haifischkragen hast oder einen Kennkragen. Hauptsache, du hast ein weißes Hemd im Kleiderschrank, denn es gibt immer irgendeinen Anlass, zu dem du ein weißes Hemd tragen kannst. Egal, ob zu einem Anzug kombiniert oder lässiger, für einen Freizeitlook, ein weißes Hemd musst du haben. Elftens, es geht weiter mit einem Mix aus einem Hemd und einem Shirt und zwar mit einem Poloshirt. Poloshirts sind für sportlich elegante Looks einfach unverzichtbar. Also wenn du eher der sportliche Typ bist und eher sportliche Outfits kombinieren möchtest, dann solltest du auf jeden Fall auch ein Poloshirt in unterschiedlichen Farben in deinem Kleiderschrank haben. Das nächste Basic hat schon MacGyver getragen und ist für unzählige, lässige, coole Biker-Looks unverzichtbar. Die Rede ist von einer Lederjacke. Meine klare Empfehlung liegt dabei auf eine schwarze Lederjacke, natürlich auch Echtleder, denn so ein Klassiker kann man wirklich über Jahrzehnte hinweg zu unterschiedlichen Looks tragen. Aus diesen zeitlosen Basic-Kleidungsstücken kannst du wirklich unzählige Outfit-Kombinationen kreieren und wenn du keine Lust mehr hast, Tragen vom Kleiderschrank zu stehen, dann solltest du auf jeden Fall diese Kleidungsstücke organisieren.